Für das heutige Video hat mir scheinbar der Stern am Finanzhimmel den Weg zum Reichtum gezeigt. Ich bin der Callcenter-Crasher, doch stellt sich leider im Lauf des Videos heraus, dass es eher das schwarze Loch für meine Finanzen sein sollte. Dieser Anruf war mein erster Versuch, meine Stimme durch einen Schweizer Dialekt unkenntlich zu machen. Leider eher schlecht als recht, aber es hat zumindest gereicht. Swissy und andere Schweizer Kollegen würden sich die Haare raufen, aber urteilt bitte selber. Wie immer geht's nach dem Intro los. Ja, grüezi. Ja, grüezi wollich, Herr Siegelbürger. Hier spricht Mia Neumann vom Nordstar Global. Sie haben sich vor kurzem bei uns online registriert und Interesse für Onlinehandel gezeigt. Korrekt? Von welcher Firma waren Sie bitte? Vom Nordstar Global. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Großartig. Also, bevor ich Ihr Konto aktiviere, habe ich ein paar Fragen an Sie. Also frage ich erstmal, komme ich ungelegen vielleicht? Naja, das passt schon. Das war schon großartig. Also sagen Sie mir, haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit Onlinehandel oder Krypto oder haben Sie in Aktien investiert? In Aktien habe ich vor 20 Jahren mal eine Telekom-Aktie gekauft. Mhm. Und waren Sie zufrieden mit den Leistungen? Nee, Telekom-Aktien waren ganz schlecht. Oh, ja, okay. Ich kann mich an die Horrorstory von Telekom-Börse erinnern, schon 2007, wo alles eigentlich daneben ging. Also, okay. Und außerhalb von Telekom irgendwas was anders? Ja, wie was anders? Ich hab mal bei Amazon bestellt. Mhm. Und eBay. Ja. Haben Sie das alleine gemacht oder hatten Sie einen Finanzberater oder einen Bankberater oder nur alleine? Um bei Amazon zu bestellen, braucht man keinen Finanzberater. Aha, okay. Also Sie haben alleine Trades geöffnet und investiert? Nein, ich sagte gerade, ich habe bei Amazon bestellt. Okay, aber ich frage, haben Sie in Amazon investiert? Also nein. Aktien haben. Nein, okay, das frage ich. Gut. Nö, das haben also, Sie nicht gefragt. Tut mir leid für das Missverständnis. Ich habe gefragt, ob Sie Aktien investiert haben außerhalb von Telekom. Nee, das habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, einmal mit Telekom. Okay, gut. Also, sagen Sie mir, wie alt sind Sie? Ja, ich bin 57. Und was machen Sie beruflich, Herr Siegelbürger? Spielt das eine Rolle? Warum? Naja, das müssen Sie nicht beantworten. Gut. Also das können Sie verschieben. Das hilft mir nur, um ein Finanzbild zu erstellen. Also das ist mir sozusagen hilfreich. Aber es muss nicht sein, wenn Sie wieso muss das ein? Wieso hilft Ihnen das, ein Finanzbild zu erstellen von mir? Ich brauche also, doch ein Finanzbild von Ihrer Firma. Natürlich. Also ich habe eine Kundenpalette. Über 80 Kunden sind in meiner Palette zu sehen eigentlich. Und folgendes jetzt. Manche sind Studierende, manche sind Rentner, manche sind Geschäftsführer. Und nicht alle Menschen können den gleichen Paket leisten sozusagen. Und nicht alle Menschen haben den gleichen Ziel. Also, wenn Sie sagen, nee, ich will gar keine Ziele, ich lasse mich überraschen, dann ist es locker um mich. Dann brauche ich gar keine zusätzlichen Informationen. Sie lassen sich überzeugen und überraschen. Aber es gibt Kunden, die zum Beispiel Kredit abzahlen möchten und auf eine langfristige Arbeit stehen und sie erwarten ungefähr 20.000, 30.000 und dann weiß ich genau, womit ich rechnen kann. Also, Sie haben ein Ziel und um diese Summe zu erreichen, muss ich genau wissen, was für ein Paket ich verkaufen soll. Also sozusagen welche Aktien oder welche Vermögenswerte, persönliche Präferenz. All das ist mir wichtig. Aber es muss nicht sein.
Ja, aber das geht Sie Deswegen doch gar fragte nichts an, wenn ich sage, ich möchte hier irgendetwas mit meinem Geld machen. Das ist für Sie doch unwichtig. unwichtig, es ist am Ende des Ja. Tages Ihr Geld. Auf Ja, jeden eben. Fall. Also, Was geht das okay, Sie dann. an, was ich mit meinem Geld mache? Gar nichts. Also Sie investieren wie alle Gut. Menschen hier nur 250 Euro und lassen sich überzeugen. Ich frage noch zusätzlich. Es muss nicht sein. Okay? Überzeugen kann doch eigentlich nur der Verdienst, den man bei Ihnen machen kann. Genau. Also Sie geben uns ungefähr circa 2, 3 Wochen. Ist für mich mehr als genug Zeit, also 10 Werkstage, um zu zeigen, wie viel Sie prozentuell erwirtschaften können. Mit diesem Anfangsbetrag von 250 €. Und dann können Sie feststellen, ob es Ihnen gefällt oder nicht, nachdem Sie Geld abheben. Also die Profite, die ersten Profite, die wir machen. Ja. Ja, also wir haben 5 verschiedene Vermögenswerte, nicht nur Aktien. Es gibt auch Rohstoffe wie Krötöl und Naturgas und Palladium, aber natürlich Indexe. Und DAX-Indexe, Nasdaq-Indexe, also sowohl deutsche als auch amerikanische. Und natürlich Währungspärchen wie Euro, US-Dollar, japanischer Yen. Und ja, ich frage immer nach persönlicher Präferenz. Wenn Sie gar keine persönliche Präferenz haben, macht der Finanzberater die ganze Arbeit für Sie eben. Und Sie verfolgen nur die Leistungen von dem Finanzberater und von meinem Unternehmen Ich hätte online Ihnen ja per gerne mal Smartphone. meine Präferenz gesagt, aber Sie lassen mich ja nicht zu Wort kommen. Sie reden ja nur. Tut mir leid, also Ihre persönliche Präferenz, Sie haben mir nicht gesagt, was die Präferenz ist. Erst weil Sie ich ja haben gar nicht gesagt, zu Wort gekommen bin. Sie okay, reden sagen ja Sie in mir bitte. eins durch. Ich denke, Sie haben auch gehört, dieses Thema mit den Diamanten. Haben Sie das auch Ja, gehört? eigentlich ja. Ja, Ich beschäftige mich damit. und wie stehen Sie zu diesen neuen Diamanten? Es ist immer noch zu früh zu sagen, aber es hat sich immer Nee, das gelohnt, ist in nicht Diamanten. voll. Das ist nicht zu früh. Wissen Sie um den Preissturz von den Diamanten? Eigentlich schon, aber Verkauf zertifizierter Diamanten hat sich in meinem Fall persönlich immer gut gezeigt. Aber deswegen, also die Börse ist ungefähr, ja, nicht nur mit Diamanten, Nvidia ist auch runtergefallen. Und wenn ein großes Unternehmen Mahlzeit. runterfällt an der Börse, dann beeinflusst die alle anderen Unternehmen und Diamanten. Alles ist runtergefallen, außer Gold. Ja, wie Aber nicht steht denn nun der dramatisch. Preis für die Diamanten, die aus Indien hergestellt werden? Unsere Preise. Nein, Ungefähr, also. der Preis von den Diamanten aus Indien und China. 19,119 Dollar, US-Dollar. Pro was? Pro Diamanten, pro Ounce. Wie sagt man das auf Deutsch? Oh, das ist in Karat wird das gerechnet. Ja. Ja. Wie viel, was kostet ein Karat? Also ein Karat Diamant, ja, von guter Qualität und der Welt sollte ungefähr zwischen 4.500 bis 7.000 € kosten. Oh, Also was für Diamanten. dann haben Sie aber nichts von den neuen Diamanten gehört. Der Preis ist extrem gesunken. Er ist nur noch ein Zehntel seines eigentlichen Preises, weil Indien und China können jetzt künstliche Diamanten machen, die sind nicht zu unterscheiden von echten Diamanten. Das stimmt, aber das gilt nicht nur für Diamanten. Es gibt auch Van Cleef und goldene Ketten, die eigentlich sehr fake sind und lassen sich nicht Nein, unterscheiden. nein, es, Doch. nein, nein, Gold ist immer zu unterscheiden, aber Diamanten kann man jetzt nicht mehr unterscheiden.
Das Ja, heißt, da besteht das Gefahr, hat. wenn Sie physisch wirklich einen Diamant kaufen, da steht auf jeden Fall eine Gefahr. Aber hier investieren Sie nur in seinen Wert. Sie werden gar keinen Diamant kaufen, wortwörtlich. Ja, aber wenn der Also. Wert doch sehr viel gesunken ist, dann ist der Wert ja nicht so hoch. Deswegen habe ich ja gefragt. Eigentlich, wenn Sie in einen Wert investieren, von einem echten Diamant, die Börse bezieht sich nur an die echten Rohstoffe Ja, und und nicht Diamanten sind von. Rohstoffe. Auf jeden Fall. Aber Sie werden nicht wortwörtlich das kaufen. Also Ja, aber das, was Sie investiert haben, der Wert, ist der ein bezieht sich Wert von doch. echten. Ein Wert von echten Diamant könnte zwischen 2000 bis 25 Euro kosten. Okay, ein Karat. Das bedeutet mathematisch, dass der Preis für einen mittleren Diamant zwischen 11.000 und 12.000 Euro liegen sollte. Wenn Sie da investieren, das bezieht sich nur auf die echten Diamanten. Denn die Börse arbeitet nicht Das mit den sind doch alles falschen echte Diamanten. Diamanten. Haben Sie nicht davon gehört, dass diese Diamanten künstlich hergestellt werden und nicht zu unterscheiden sind von echten Diamanten, die aus der Erde gebuddelt werden? Ja, schade für alle Menschen, die in Dubai wohnen und die falschen Diamanten kaufen. Es Denn gibt auf doch jeden Fall keine sind. falschen Diamanten, das sagte ich doch. Das sind echte Eigentlich Diamanten, nur nicht rein. künstlich hergestellt. Künstliche Diamanten, Nein, nicht Sie in meinen künstliche, Augen, sondern echte das sind Diamanten, künstlich künstlich echte Diamanten, hergestellt. die Das sind künstlich echte hergestellt Diamanten. werden. Eigentlich sind in meinen Augen nur rohe, die nicht künstlich erstellt sind, Diamanten, echte Diamanten. Na, das ist Wie sieht man das? falsch. Das ist falsch. Da kennen sich mit dem Thema gar nicht aus. Aber Also ich okay. empfehle Diamanten, die der Farbe H und Reinheit WS2 als mittlere Qualität für den Schmuckgebrauch. Also die Menschen, die nur so Diamanten kaufen, können wirklich Abstand nehmen und sich zurücklehnen und sicher sein, dass diese Diamanten nicht künstlich erstellt sind. Denn auf diese Art und Weise können Sie die Qualität von Schmuckgebrauch und seiner Erstellung erkennen. Aber das betrifft wirklich eine andere Industrie. Also das ist eine Börse. Und ja, Sie werden nicht hier Diamanten kaufen, Sie investieren seinen Wert. Ja, ich Und sehe schon, Sie nicht haben mehr. sich mit dem Thema Diamanten nicht wirklich beschäftigt. Mit den Hören Sie mal künstlichen zu, Diamanten, das sind echte Diamanten. ich befasse mich mit Analysen an der Okay, Börse. okay. Gut, okay. Wenn ich jetzt bei Ihnen mal investieren möchte, wie funktioniert das und was kann man da verdienen? Also, wenn Sie hier investieren, es ist schwer in die Zukunft zu sehen, wie viel Sie investieren können, aber nach meiner Erfahrung 250 Euro. Wir müssen realistisch bleiben. Sie können nach 10 Tagen mit einem Betrag, also 60 bis 80% von Ihrem Kapital verdoppeln. Also das bedeutet, dass Sie schon die 250 zusätzlich kassieren können mitten Oktober. Das ist insgesamt mit Ihrer Anfangssumme 500 Euro. Also, das Geld arbeitet für sich. Ja? Und wir nehmen nur 20% von Ihrem Betrag. Das ist in Ihrem Fall 50 Euro. Die restlichen 200 sind die freie Margin. Das ist das verfügbare Kapital, was mich weiter unterstützt, Wofür weitere nehmen Sie Kredite denn die finanzieren. 20%? Wofür? Diese 20% wird exponiert an die Börse. Das bedeutet, durch diese 50 Euro nehme ich 25 circa und investiere in Rohstoffen, in Einvermögenswert, muss nicht Rohstoffen sein, und die restlichen 25 in Aktien oder Indexe Ich würde oder dann vielleicht, Währungspärchen. ich hätte noch eine andere Präferenz und zwar seltene Erde. Sagt Ihnen das was? Okay, das ist auch machbar. Das ist die persönliche Präferenz. Das werden Sie Ihren Finanzberater weiterleiten. Kann man bei Ihnen Das ist mit auch Tellur okay. handeln? Eigentlich schon. Eigentlich oder Eigentlich schon. eigentlich vielleicht?
schon, auf jeden Fall. Was ist denn der Was Preis für für seltene? Tellur? Das muss ich mal nachfragen. Einen Moment. Preis für Tellur. Was sagen meine Finanzanalysten? Finanzberater ist momentan. Habe ich hier die Berichte. Latan, Cerium, hier gibt es Candium, Latan, Cerium, Neodym. Also die 17 Stoffen sind hier zur Verfügung. Toronox, Sunrise Energy Metals, ja, bei einem Kurs von circa 6,24 australische Dollar, das ist circa 3,75 Euro, kommt die Lynas Rare Earth Aktie. Das sind die Aktien, die sich mit seltenen Erden hier befassen. Und Das auf wäre einem für mich auch Börsenwert. noch mal interessant, ja. Seltene Erden. Und auf einem Börsen, sagen Sie? Und wie kann man bei Ihnen nun investieren? Haben Sie Online-Banking? Ich habe das, ja. Okay. Also, Sie können, wenn Sie sich momentan vor dem Computer setzen, können Sie entweder online bezahlen, wie wenn Sie ein Paket von Amazon bestellen und ich bleibe die ganze Zeit in der Leitung, sollten Fragen vorkommen, da Schwierigkeiten. Oder ich kann Ihnen eine Bankverbindung weiterleiten, wo Sie das Geld überweisen. Und nachdem schicken Sie mir bitte einen Überweisungsbeleg. Denn wenn wir diese altmodische Banküberweisung machen mit Empfängername, IBAN, dann kann es vorkommen, dass das Geld nach 2, 3 Werktage ankommt. Aber nachdem ich den Überweisungsbeleg habe, kann ich sofort Ihr Konto aktivieren und das Geld gutschreiben. Ja, dann können Also. wir Sie mir bitte die IBAN-Nummer schicken, bitte. Okay, bitte bleiben Sie dran. Okay, die E-Mail ist raus. Ja. Bitte checken Sie Ihre E-Mail. Den Eingang und auch Spam. Es kann vorkommen, dass manche Kunden im Spam die E-Mail erhalten, weil wir zum ersten Mal in Kontakt treten. Ja, noch habe ich keine. Ja, ich schau mal. Ah ja, da ist was. Es sollte von Support at Nordstar Ich sehe da keine Bankverbindung, keine IBAN. Unsere Bankverbindung steht im Anhang als PDF-Datei. Also wenn Sie die E-Mail öffnen, sollte erstmal der Inhalt schriftlich stehen und dann eine Datei, PDF-Datei von Celtic Tor Solutions.
Ich sehe, Ihre Adresse ist in Polen, ist das richtig von der Firma? Und das ist ja Das nicht von, hier steht Piotrowska, das ist in Polen. Und wo ist denn Ihre Firma? Weil das Konto ist in Litauen. Genau, also das ist unser Banktransmittor in Litauen. Und ich will nicht, dass Sie sich jetzt erschrecken. Lassen Sie mich erstmal das erklären. Also diese Bank ist eine Auslandsüberweisung, denn es geht nach England. Also Nordstar Global ist ein englisches Unternehmen. Ich befinde mich in Österreich. Aber wir haben Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Dänemark und Italien. Warum haben Sie keine englische Bank? Wir haben eine englische Bank, aber sollten Sie eine Direktüberweisung nach Österreich schicken, manche Kunden waren nicht damit einverstanden, weil sie zusätzlich Zinsen und Gebühren bezahlen müssen. Also nicht nur diese 250 plus 15 bis 20 Euro zusätzlich für diese Unterschiede in Steuern, Gebühren und Zinsen. Und deswegen hatten wir ein Problem mit gewissen Kunden. Wieso Und deswegen. Zinsen? Ja, das weiß ich auch nicht. Also so waren die Regeln. So wurde mir gesagt, die Menschen brauchen auch Steuer, also Tax-Fee bezahlen dafür, dass sie die Auslandsüberweisung bezahlen. Haben Sie keine Und deutsche deswegen Bank? haben wir Deutsche Bank natürlich, wenn sie mit uns arbeiten und vielleicht später im Leben noch zusätzlich etwas bezahlen. Wir haben eine Bank in Deutschland, in Österreich und in allen Ländern, die ich jetzt Ja, genannt dann habe. schicken Sie mir Und bitte Deutsche Bank. für diesen kleinen Betrag wollen wir diese große Bank nicht belästigen. Also nur für Oh, diesen Betrag das haben ist wir mir doch diese. egal. Es ist ja egal, ob das ein kleiner Betrag ist oder ein großer Betrag. Ich möchte gerne eine Deutsche Bank haben. Einen Ich Moment, ich würde lebe mal in Deutschland. nachfragen. Ja, ich weiß. Einen Moment, lassen Sie mich mal erstmal nachfragen, ob wir eine Deutsche Bank sofort besorgen können. Tut mir leid, die erste erreichbare Deutsche Bank ist die VIP-Abteilung Kunden, die über 5.000 eingezahlt haben. Tut mir leid. Warum? Das ist doch eigentlich ein bisschen unlogisch. Wo sitzen denn Sie? Sie sagten, Sie sitzen in England? Nein, unter Headquarters, das ist ein englisches Unternehmen. Ich persönlich befinde mich in Österreich, Filiale. Okay, und das heißt, Ihr rechtlicher Sitz ist in England, ist das richtig? Genau. Okay. Haben Sie da mal die Adresse für mich? Adresse für englisches Unternehmen. Ja, Ihre Adresse von Ihrer Firma. Ja, steht im E-Mail. Können Sie googeln, also öffnen Sie meine E-Mail. Sie sollten zwei E-Mails erhalten. Erstmal die Zugangsdaten von Plattform und die letzte war meine. Also checken Sie erste E-Mail, da steht unsere Adresse. Ich sehe die hier noch nicht. Einen Moment. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin auch hier. Ich checke unsere E-Mail-Adresse, denn sollte irgendwie auch am Ende unsere E-Mail-Adresse stehen. Nee, sehe ich Bei da unserer nicht. englischen. Moment. Ich sehe, auf Ihrer Webseite ist es auch nicht zu sehen. Wie ist das möglich? Einen Moment. Ich weiß nicht. Sie können mir ja einfach Ihre Adresse nennen. Hallo?
Ich bin hier. Sie könnte mir Ich einfach warte Ihre auf die Adresse nennen. Antwort. Ich versuche einfach, unsere E-Mail neu aufzubauen und ihnen die Adresse schicken, denn das ist wirklich frech, was IT nicht gemacht hat. Deswegen Können tut es Sie mir mir leid. Ihre Adresse Ihrer Firma nicht nennen? Ja, natürlich, es ist, können Sie es buchstabieren? Muss ich es buchstabieren? Es ist Estate Office Main Street, Burgtroppe, England. Und dann sollte also YO411GG, aber das sollte auch da stehen. Das reizt mich jetzt. Aber wenn Sie doch in England sind, Sie sind doch ein Finanzdienstleister, oder? Eigentlich ja. Ich bin Ja. eine Finanzberaterin. Ich bin hier für Aber Support zuständig. Ihre Firma ist eine Finanzdienstleister, richtig? Ja, genau. Wo sind Sie dann reguliert, Ihre Firma? Marshall Islands. Nee, wenn Sie sind eine englische Firma, Sie müssen in England reguliert werden. Eigentlich haben wir unsere Lizenz da wurde erstellt. Wenn Sie möchten, kann ich es Ihnen schicken. Ja, Wir ich sind ein möchte gern globales wissen. Unternehmen. Ja, aber wenn Sie Ihren Hauptsitz in England haben, dann müssen Sie von einer englischen Behörde reguliert werden. Haben wir auch an unserer Seite auf Englischen da unsere Lizenz zu sehen. Aber es wurde hergestellt auf Marshall Islands. Ja, das ist doch egal, Und da sind die. Ihr Hauptsitz, Ihr rechtlicher Sitz in England ist, dann müssen Sie in England reguliert werden. Wo haben Sie denn noch eine Lizenz? Was wollen Sie unsere Nummer wissen? Lizenznummer oder soll ich es weiterleiten? Soll ich es Ihnen Ja, mündlich Sie müssen weiterleiten? dann ja bei der FCA sich lizenziert sein, richtig? FCA, genau. Gut, dann können Sie mir sagen, diese Nummer. Ja, bitte. Die Nummer, bitte. Bring mir das alles, bitte. Warte, Moment. Null acht acht Null sechs null zwei. acht. Augenblick. 008862. Genau, 008862. Das ist die Regulierungsnummer. Ja, okay. Okay. So, ich überprüfe das. Oh, wissen Sie, Okay. was ich hier lesen kann? Unfortunately, we didn't find any results matching your search term. Da gibt es keine Regulierung unter dieser Nummer. Bitte schick den Kunden unsere Lizenz. Ja, ich sehe es hier auf der FCA-Webseite. Ich habe das dort überprüft. Da gibt es keine Lizenz. Doch, gibt es. Nein, gibt es nicht. Habe Was ich heißt direkt. Google? Nein, habe ich nicht gegoogelt. Habe ich auf der Webseite der FCA überprüft. Direkt auf der Webseite der FCA. Financial Conduct Authority, richtig? Und da gibt es keine Lizenz mit dieser Nummer. Haben Sie vielleicht, öffnen bitte diese Lizenz. Bitte was? Die FCA arbeitet ausschließlich für die Kanada. Nee, Sie haben Haben Sie gesagt Lizenzen für andere FCA. Länder? FCA haben Sie Wissen Sie gar gesagt. nichts mit. Und FCA hat diese Lizenznummer nicht. Sie haben gesagt FCA-Lizenz 008862. Und die FCA kennt diese Lizenz nicht. Es gibt keine Lizenz. Sind Sie womöglich ein Betrüger? FCA arbeitet ausschließlich, was Kanada und Amerika betrifft. Nein, Habe ich das FCA ist vielleicht in gesagt? Tut mir England. leid. FCA Aber ist ich in sage Ihnen auf jeden England. Fall. Da, Sie sind ja wahrscheinlich ein Nein, Betrüger. ist es nicht. Doch, sind Sie offensichtlich.
FCA arbeitet, Okay, wenn das der Fall ist, in muss ich England, nicht abschalten. in Amerika und nicht in Kanada. Doch, eigentlich ja. Nein, Das eigentlich stimmt nicht. nicht. Eigentlich Wir haben nicht. damit nichts zu tun. Ja, richtig. Sie Wenn haben Sie nichts mit möchten, einer Lizenz nehmen zu Sie dann tun. Abstand Genau. und versuchen Sie meine Zeit nicht zu verschwenden. Ich verschwende Ihre Zeit Wie gerne, bekommen Sie weil Sie sind unsere eine Lizenz? Das Betrüger. können Sie überprüfen. Sie sind ein Betrüger. Oh, bin Offensichtlich. ich wirklich? Ja, sind Oh, Sie bin ich? wirklich? Ja, sind Okay. Sie. Okay, wenn Sie so sagen. Das stimmt so, Okay. weil Sie haben keine Lizenz. Gut. Das ist der Gut. Pakt. Das freut mich, dass ich wieder mal ein wünsche Ihnen Video einen mit schönen einem Tag Betrüger machen konnte. und Sie wünsche werden sich auf YouTube hören können. Danke für den schönen Content. Okay, gut. Gerne. Für Betrüger immer wieder gerne. Auch wenn sie vorgab, vom Trouble in der Diamantenbranche gehört zu haben, so hat sie effektiv keine Ahnung von dem, was da so vorgeht. China und Indien züchten unter Druck und Hitze in großen Mengen manuell Diamanten, die nur noch einen Bruchteil wert sind, aber von geschürften Diamanten nicht mehr zu unterscheiden sind. Der Markt bricht zum Beispiel in Amerika völlig ein und viele Minen haben ihren Betrieb eingestellt und verkaufen das komplette Equipment. Selbst der ehemals größte Diamantenhändler in England, De Beer, verramscht seine Klunker inzwischen und scheint in China und Indien in Firmen zu investieren, die in großem Stil Diamanten züchten. Dass die FCA für Kanada und Amerika zuständig ist, beweist, wie schlecht vorbereitet und ahnungslos diese Betrüger wirklich sind. Ich danke euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass das Video euch ein wenig unterhalten hat. Ihr hört mich gerne im nächsten Video und bleibt hoffentlich aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Bis dann, euer Callcenter Kascha.